Das letzte Heimspiel in der Verbandsliga-Saison 2003-2004 fand im Spartakusstadion für die Greifen statt. Gegner war an diesem Tag der Rostocker FC. Gleichzeitig veranstaltete der TSV Greif ein Stadionfest. Noch gibt es die Chance auf die Meisterschaft, aber aus eigener Kraft können es die Torgelower nicht mehr schaffen. Sie benötigen schon heute einen Sieg gegen den Rostocker FC und Wismar darf auf keinen Fall beim HSV Hafen Rostock gewinnen. Egal wie die Saison auch ausgehen mag für die Greifen, die Fans dankten ihre Mannschaft noch einmal für die tolle Saison, auch wenn es wahrscheinlich kein Happy End gibt. Und ca. 20 Minuten später begann die Partie, die Rostocker kamen etwas verspätet in Torgelow an und die Greifen begannen recht stürmisch. Hier fleht er, der Goalgetter, der Torgelower, der schon 22 Treffer seinem Konto hat. Dann die 14. Minute und Kotula macht sein erstes Saisontor. Und es steht 1:0. Doch leider zeitgleich führten auch die Wismarer beim SV Hafen Rostock. Doch davon wussten die Greifen auf dem Platz noch nichts. Wieder seltsam, dass die Hausherren nach der Führung wieder etwas zurückschalteten und der Gegner kam besser ins Spiel. Trotzdem Gelegenheiten, hier Martens am Ball, aufgeladen, Riesenmöglichkeit und klasse Parade vom Gästekeeper und hier ein gefährlicher Schuss der Gäste. Freistoß. Eckball auf der anderen Seite für Torgelow und das sah gefährlich aus, doch keiner kam entscheidend an den Ball und hier verzog Martens sehr weit am Tor vorbei. Allard aber hier braucht er zu lange zum Abschluss und die Rostocker konnten dann klären. Ja, mit diesem 1:0 ging es in die Pause. Kein berauschendes Spiel. Auch weil der Schock immer noch tief steckt von der 2:3 Niederlage eine Woche zuvor beim FC Anker Wismar. Das war schon sehr bitter für die Greifen, die Klasse anfingen. Passo musste erst einmal zur Halbzeit draußen bleiben, war angeschlagen. Ja, und die Torgler begannen ja in Wismar sehr gut, doch dann die Ernüchterung am Ende 3:2 für den wahrscheinlichen Meistermannschaft aus Wismar. Ja, in der zweiten Halbzeit verflachte die Partie. Sommerfußball pur, nur wenige Höhepunkte. Und die 500 Zuschauer waren sichtlich enttäuscht von ihrer Elf heute. Möglichkeiten waren da und die wenigen wurden kläglich vergeben. Besser machten es die Rostocker.
Hier erzielte Scholz den Ausgleich gar nicht einmal unverdient, 1:1. In der 72. Minute. Mittlerweile stand es beim Wismar-Spiel schon 3:0 für die Ankermannschaft. Somit war eigentlich die Saison gelaufen und auch die Spieler wussten schon von diesem Ergebnis. Hier noch einmal Freistoß nach Foul an Kosiel. Doch weit, weit am Tor vorbei. Die Torhüter blieben an diesem Tag einfach unter ihren Möglichkeiten. Martens hier setzt sich schön durch, aber dann dieser Schuss und klasse gehalten vom Rostocker Keeper, der. Und im Nachschuss noch einmal der Torwart. Ja, der Gästekeeper, der heute seine Mannschaft öfters vor dem Rückstand bewahrte. Am Ende hieß es 1:1 unentschieden. Und die Torhüter belegen nun nach dem Saisonende nur Platz 2.